und rausgeploppt. Scheiße. Da geht der Grusel schon los. Hallo, herzlich willkommen auf dem Kanal Erklärungsnot mit dem Klunkertrachen. Grüßt euch, Leute. Hi. Und wir sind Left to Road. Left to Root. Left to Rot. Left to Rot. Ich hab keine Ahnung. Horrorspiel. Was? Die Demo-Version? Alles klar. Ist noch nicht die fertige Version und wir werden nicht alles sehen, bla bla. Ne, wie wir es immer wissen. Ja, kleiner Horrorspiel wieder mal hier angepimmelt. Weiß gar nicht. Wird es ein Halloween-Special? Chef? Sorry. So, nein. Kaffee trinken. Bei einer trinkt Kaffee, der andere nie. Leute, läuft ja. Läuft. Oh, ich muss eh. Ja, wir können das gerne noch zu Halloween rausbringen. Alles gut, also das ist jetzt kein Stress. Klar, kann man machen. Dann herzlich willkommen zu Halloween. Ja, sah ganz cool aus. Super. Fand ich auch, ja. Sequenz bin zumindest ich ein bisschen leiser, weil. Also bin ich jetzt mal leiser, weil man versteht mich wahrscheinlich sowieso nicht. Na, es wird im nächsten Paket beim Paladin vor der Haustür liegen mit einem neuen Mikrofon. Ist ja nicht auszuhalten. Ja, auszuhalten, ja. Ich habe ein gutes Bad. Das war's immer gedacht. Ach komm, mach mal ran. Mit deinen Soundkarten und den ganzen Mist. Ja, es ist wirklich traurig. Ich habe mir eine Soundkarte gekauft, Leute. Und keine schlechte, keine billige. Und auch Beyer Dynamics, jeder das kennt, ne? 300€ Mikrofon. Mit eigentlich einem sehr guten Kondensatoren. Mikrofon. Headset wollte ich sagen. Ja, aber leider qualitativ nicht zu vergleichen. Aber Handy klingt, ich muss mal rangehen. Hallo, Woody? Hey, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss doch. The house is yours. Oh, finally. After so long. Thanks, man. Left to Road. Oh ja. Das ist ja. Kann auch ein guter Film sein, eigentlich, ne? Ein guter Film sein. Ja. Also von der Aufmachung her meint ihr jetzt. So, gehen wir rein ins Haus, ja, ist ja klar. Alles scheiße draußen. Ja, ich lass mal Kaffee trinken, bevor ich dann nicht mehr kann. So, ah ja, guck mal an hier. Hast du gesoffen? Ja, gestern. Oh shit. I think I need to switch the electricity back on first. Ah shit. Finally. I moved out after so long. Oh, I gotta take a look around. Okay, jetzt wird's schärfer. Okay, gut. Ich wollte es gerade vorstellen. Ich mach das Fenster auf. Jetzt stinkt's hin. Ja, es sieht aus wie der Bergsteiger hier. Wie heißt der Bergsteiger hier? Der ganz bekannte. Messner. Genau, Messner. Ja. Mensch, Messi, ey. Alter, Ratte, was machst du hier? Ui, ja, Gott, 1000 Symbole schon. So, auf alle Fälle auf Steam. Sehr interessant, dass auch da vielleicht, weil die unter den letzten zwei angezockt Videos standen, Fragen, wo kann man es holen? Steam-Demo könnt ihr euch runterladen. Ja, aber das sagt man eigentlich nicht. Jetzt testen. Na, wir haben das ab und an, wenn wir die unkommentiert machen und genau, so, unter, ja, denen, okay. Und genau unter denen steht dann, wo gibt's das? So, gut. Also ich gehe mal davon aus, ich muss zuerst die Sicherung reinmachen. Klingt gut. Weil ja, ist überall so, oder aber nichts, also denke ich mal. Naja, damit schon das nicht mehr. Get the front flashlight. Tab. Ah, guck an, du. Siehst du, ist doch alles kein Problem. Alle jetzt doch. Jetzt habe ich dich, glaube ich, gebückt. Oh, scheiße. Kann ich noch irgendwas anderes? Was kann mich auch hinlegen? Okay. Darfst du da aufstehen? So. Ich habe den Blur-Effekt eingeschaltet, also habe ich angelassen. Das habe ich nicht gut. Aua. Also, da hat der Tier dir aber eine mitgegeben. Ich habe voll eine in der Fresse gehabt. Das sieht ein bisschen aus wie Brock Lesnar in ein bisschen älter. Soll ich den Blur-Effekt mal noch rausstellen oder wollen wir es so lassen, Leute? Ich weiß nicht. Ich finde es sogar irgendwie interessant. Gut, jetzt kann man nämlich auch rangehen, wenn wir Licht haben. Klassiker. Ich muss ja gerne machen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass vorne als ich an den Teller Warlock hier kein Essen drauf. Das geht schon gut los, ja. Ja, Mutti. Ach ne. Das sieht aus wie Jim Carrey. Der ist so Speedy. Oh Gott. I need to switch the electricity. Das ist wichtigste, ja. Hauptsache wieder Bierflaschen. Warum habt ihr nicht alle ein bisschen Style? Warum habt ihr nicht einfach Weinregal, Whiskyregal, Rum? Ja, Whisky, ein bisschen Rum. Irgendwie was. Oh, ja. Immer das blöde Biergelaber, ne? Das ist so langweilig.
Deutschland verboten, in Amerika geht es mit MacLite. Ja. Okay, du darfst. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das noch verboten ist, aber es war mal verboten auf jeden Fall. Ja, MacLite ist eine Polizeitaschenlampe. Das hat, die ist nicht verboten, aber die kannst du eigentlich nicht besitzen. Also die haben nur die Polizisten. Und die kannst du auch wunderbar als Schlagstock einsetzen, natürlich. So, ich würde die jetzt gar nehmen. Aber es kann jetzt daran liegen, wenn ich jetzt das Handy. Warte mal. Das ist ein bisschen komplizierte Menüführung. Für meinen Geschmack. Use your cell phone, flashlight for dog. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass du halt wirklich erstmal den Schalter anmachen sollst. Ja, ja. Das ist halt einfach. Ich wollte halt lediglich mal gucken, ob du, ob man jetzt diese Sachen angucken kann. Der Schalter ist natürlich eine gute Frage, ne? Wo ist der? Meistens in solchen Spielen ist es ja eher im Umbau. Im Untergeschoss. Das sieht aus wie Sau, Junge, ey. Alter Vater, ey. In Amerika haben wir ja immer diese schönen von. Wie heißen die gleich? Die Raccoons, ja, diese. Kommt nicht auf den deutschen Namen. Die Keller sind ja übelst oft von Viechern bei dir beheimatet, weil die ja so untergebaut sind, also so offen unten. Waschbären wär's gewesen. Ich weiß bloß jetzt gerade nicht, wo der Keller sein soll. Da war, warte mal, war an der Wand? Links? Ah ne, okay, das ist nur ein Schalter. Ne, ne. Weil ich habe gerade geguckt, ich denke nämlich schon, dass das oder muss ich raus, ist das ist das. Oder hinter dir gerade, war da noch was an der Wand? Da ist der Lichtschalter. Okay. Das ist der erste Schalter, den ich drücken wollte. Okay. Ah, okay, also ich brauche den Schlüssel auf jeden Fall erstmal. Da, wo ist jetzt dieser... Alter. Okay. Was ne Dreckbude, Junge, ey. Da. Ja, gute Frage, Leute. Da geht's schon gut los. Wo ist der Sicherungskasten? Mensch, Sicherungskasten. Sicherungskasten ist ja eigentlich entweder in so Räumen wie Waschräumen oder halt Keller. Aber man hat ja keinen Sicherungskasten im Board. Welcher Mensch hat einen Sicherungskasten im Board? Ja, ja, regnet's rein. Wir haben ein bisschen tief. Hier ist die Bodenstube. Junge, wo ist der Sicherungskasten? Du aufgepimpter. Weil das sieht ja furchtbar aus, ey. Sicherungskasten, Mädel. Mal ein bisschen mitmachen hier. Das ist auch so ein typisches Bild, Leute. Merkt euch bitte mal das Bild in der Aufnahme. Wer von uns Horrorspiele angeguckt hat schon, wenn nicht, zieht es euch nochmal rein, ihr habt ja auf dem Kanal. Das ist ganz oft so ein Bild. Also dieses Bild vor allem. Mit diesem Jungen oder diesen zwei Geschwistern, das ist ganz oft in Horrorspielen verwendet. Das kommt mir generell so vor, als wenn in Horrorspielen die Bilder sehr oft wieder verwurstet werden. Wahrscheinlich gibt es da so ein Pool, also gibt's so einen Pool an Bilder, die sind free für alle und da wird gesagt, komm, ja, alles gut. Ja. Ja, nix. Tja, wo ist er jetzt? Guck mal, die haben einen toten Hund fotografiert, das ist ja auch blöd, ne? Wo soll jetzt das Sicherungskasten sein? I need to power up the electricity before I can use the TV. Ja, ich, kleiner, Messner. Messner, wo geht's hin? Sag doch mal was. Also, oh. VHS-Tape, ja. Das ist ein bisschen Schnappes. Ja, ich kann ja sicherlich das Videotape nicht machen, weil ich habe ja keinen Schlüssel. Vielleicht gibt's auch einen guten Schlüssel und wir müssen, weil ein Schlüssel fehlt. Das wäre jetzt die letzte, ja, dass wirklich noch ein Schlüssel zu finden ist und der halt in einem Raum und, also, in dem Raum dann halt den der Sicherungskasten. Das durfte dann auch nicht gehen. Das ist interessant, Leute. Bist du blöd, oder? Ich sehe es aber auch nicht, den scheiß Sicherungskasten. Das ist hier vielleicht... Ich verstehe halt nicht, warum die Taschen aber... Küche kann eigentlich auch nicht sein. Vielleicht ein Schlüssel. Ich sag mal so, in Amerika ist alles ein bisschen anders als bei uns. Das muss man natürlich auch sorgen. Objective updated. Ah. The bedroom key, okay. Ich komme. Zieht euch an. Ich bin da. War der bedroom key nicht oben? Ja, das reicht schon. Alter, komm mal. Oh, offen. Ah, ja, kein
Find the Basement Key. Okay. Hab ich. Alter, die Riesenschlüssel. Ja. Alter, was ich wollte gerade sagen, ey, was haben die vor? Das ist ja, als wenn die eine Scheune aufschließen. Es tut mir leid, dass du so verschwommen bist, also dieser Blur-Effekt ist halt so eingestellt, ne? Ich will es bloß noch dazu sagen. Liegt nicht an der Aufnahme. Basement Key ist jetzt unten und Basement müsste ja theoretisch jetzt auch der Stromkasten sein. Hm. Ja, zumindest, ja. Also, ich glaube, das ist auch so gewollt mit dem Verschwimmen. Wahrscheinlich, wenn die Geistenergie vielleicht mehr. Der Effekt ist aber eigentlich ganz, ganz gut. Ach du Scheiße. Das war. Das ist ja unten, das soll. Ja, aber das ist ja, ne? Klassiker. Ob ich ein Deo hier, kannst du auch, kannst du dich auch nicht lassen. Das ist ja, ja cool, ja. 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 Selbst putz. So, machen wir mal das, was wir machen sollen. So, an hier, fast ja. Phobia-Style. Das ist auch so ein Teil, ne? Wer hat so einen Kasten daheim, wo einfach so ein Riesenschalter drin ist, so ein Riesenhebel zum Umlegen? So keine Sicherung, nichts, einfach so ein Riesenhebel. Eigentlich hast du einen schönen FI-Schalter, den klappst du wieder rein. So, jetzt haben wir ja wieder eine Seite gefunden. Ist schon mal überall schön das Licht an, das ist schon mal gut. Schöne Beleuchtung an sich, jo. Auf die Bude her. Kann ich es jetzt nehmen? Da leck mich doch mit der blöden Taschenlampe. Was denn? Was denn los? Na du, wenn hier nicht gleich was passiert, du. Vielleicht kann ich jetzt Feuer anmachen. Ich habe einen Strom angeschaltet. So, kannst du da rein? Glück auf. Power on VHS Player first. Ach, linker Knopf. Der linke Knopf ist Power. Ah ja, das war ein bisschen kompliziert. Jetzt Tape rein, sicherlich. Genau. Monster at Woods. Oh Gott, was kommt jetzt? Okay, machen wir. Setzen wir uns mal hin hier. Oh, spannender Film. Ja, so richtig Cabin-Streifen. Ich werde nebenbei ein bisschen dampfen, weil ich warte gleich mal dazu kommen. Hey, guck mal, geil, der macht das gleiche wie wir. Das wird bestimmt ein Sicherungskasten. Hm, sieht so aus, ja. 1985. Ein Jahr älter als ich geboren bin. Könnt ihr mal rechnen, Leute. Könnt ihr mal rechnen. Bock alt bin ich, Junge. Bock alt. So. Das habe ich schon mal Resident Evil gehasst, diese Filme anzugucken, weil es einfach, ja, ist schön. Geh mal näher ran, das ist ja komisch. Da ist auf jeden Fall eine ganz schön hässliche Bude, wo da rumrennen im Film. What the hell is this? Why am I talking to myself out loud? Like, who am I even talking to? Jesus? God? Whoever, I need to see a therapist or something, because this is getting a little too much. Narrating my life story to nobody. Ich finde den Sprecher ein bisschen komisch. Ja, toll, ganz toll. Gut. Ja, ne, war ein schöner Film. Kann man machen. War jetzt nett, also ich sag mal. Ja, das, ich glaube, dass das dann auch eher interessant wird, was jetzt gleich passiert, denke ich mal. Also von einem. Von der 0 bis 10er Bewertung war es so maximal eine 2. Ja, ich würde okay. Denken, dass im Real Life jetzt was passiert. Also im Real Life, sorry, im Spiel. Real Life wäre schlecht. Ja, Real Life war echt scheiße. Ah, ich habe das Licht doch gar nicht angemacht. Achso, okay. Krass. Ja, die haben bestimmt auch Sporlampen drin. Da ja, kann man haben. In Amerika kannst du dich nochmal ausknallen. Die haben genug Ressourcen. Digga. Aber kicken wir mal hoch und krieg gleich ein Herz erfreut. Who the hell's calling me at this hour? Well, I hope it's something serious. Ich glaube, das Telefon war unten, ne? Ja, aber dann halt, das war jetzt oben auch noch mal eins. Achso, haben die. Achso, gut, das kann auch sein, ja. Geh mal vor oben, ja. Mal Telefon. Ich komme noch nicht klar hier. Ja, ich komme ja. Ja. Da klappt ein Telefon, da kriege ich. Hey, it's me again. I've called. Bin ich bei der Stimme, dann hätte ich aber mal zurückgerufen. Oh, damn it. What the hell does she want? Oh, damn it.
Well, I guess I'd respond to her later. Right now, I'm just really tired. Und ab in die Kiste mit dir. Da war eins auch schon mit, wenn du nach Hause kommst. Ja, gestern haben wir richtig einen Arsch versucht, ne? Die Kiste so hinterlässt, Alter. Sieht aus wie Sau hier, ey. Was machst du denn nun ganz da? Mann, ey. Weißt du, was ich interessant finde da an sich, dass, wenn du mir überlegst, dass der dort wohnt, ne? Und der kommt nach Hause von dem Arbeitstag, was weiß ich, und das erste, was er macht, ist halt Licht unten im Keller anschalten. Ne, ich glaube aber, ich glaube, dass das nicht der Typ ist, der hier wohnt und das nicht die Frau war, die ihn angerufen hat. Also oh! Das muss man ja mal positiv erwähnen, egal wie beschissen das aussieht. Aber wie oft hat man das in solchen Spielen, dass es wirklich mal Spiegelbild gibt? Alter. Ja, das stimmt. Fehlen ein paar Details, aber wir können uns. Mit dem Typen können die Clara sie Werbung machen, aber das ist nicht so schlimm. Aber wir haben bald Hosen geschissen bei dem Gesicht, ey. Nicht dann. Hat sich jetzt hier was ver. Nee, kann ja eigentlich nicht sein. Ich wundere es, dass du eigentlich theoretisch kannst du doch das Handy wegstecken, oder? Oder eigentlich. Ja, habe ich ja versucht, aber ich weiß halt nicht wie. Ach doch, okay, dann ist das wahrscheinlich normal. Ja, da brauchtest du zur Sicherheit. Tut mir leid, Leute, ich habe noch ein übelsten Schnupfen irgendwie. Das ist richtig schrecklich. Jetzt wird wieder die Zeit jetzt langsam her. Langsam, wo alle krank waren, wirst du jetzt auskrank oder was? Wahrscheinlich. Also ein bisschen. Wir haben es alle schon hinter uns, Leute. Da übrigens mal wieder das schöne Bild mit den zwei Kindern. Klasse. Und PC. Ja, wie gesagt, so ein Bild, das kann man auch 3-4 Mal in der Wohnung aufhängen, wenn es halt schön ist, wenn es einem gefällt. Ich verstehe halt jetzt, lässt mich das Spiel ein bisschen im Stich. Kann ich? Nett, er ist zu schlafen gehen, er ist also müde. Achso. Ich gehe doch nicht. Das ist doch mein Haus. Ja. Okay, der ist aber ziemlich dumm gemacht. Also. Ich geh da jetzt nicht pennen. Du sollst pennen gehen. Das ist mein Mäusel. Oh, great. Ja, was hast du dir erwartet, Junge? This fucking storm's causing a power outage. Ja, genau. Ja, alles klar. Also, er glaubt auch noch als guter Mensch, das ist schon mal gut. Ich hab dich noch nicht gelesen, verdammte Scheiße. Das Licht ist wieder ausgegangen. Jetzt hat sich aber der Flur ein bisschen verändert. So sah es nicht aus. What the hell is this? Also, ich finde die Synchronisation. What the hell is this? Passt doch nicht so richtig. Da macht man nicht den Eindruck, als würde es denn wirklich interessieren. Der hat einen Trip, der Junge. Oh, voll, da ist voll drauf. Da ist voll drauf, da ist. Auch das ist nicht normal. Ja, verpixelte, also das ist alles. Haben sie sich sogar die Mühe gemacht, den Mac im Spiegel zu zeigen und verpixelt. Das ist schon also sehr ungewöhnlich. In seiner eigenen Bude kann man einmal nackt durchrennen. Okay, die Musik wird gruselig. Ich war jetzt nicht boarden gegangen, aber. Ich nehme jetzt mit Absicht nicht das Handy hoch, weil ich sehen will, ob ich das die Taschenlampe vielleicht nehmen kann. Ja, der hat auf jeden Fall schon umgedreht. Das ist also irgendwas, hat er genommen. Ah, jetzt liegt die Taschenlampe auch hier. Das ist ja, ich wollte gerade sagen, also das ist verändert von der Raumaufteilung in allem. Ja, da gibt es einen neuen Videofilm. Schrecklicher Tag, Teil 2. Tja. Boah, ich finde es aber nicht so dunkel, dass ich ein Handy bräuchte. Also. Ja, gehen wir halt nochmal in den Keller. Klar. Nacksch. Nacksch. Ja, Strom wieder an. Ja, der Strom ist doch. Ne, der hat doch gesagt, es ist aus. Ja, aber es leuchtet ja, es ist ja nicht dunkel. Ne, also. Aber der Lichtschalter war wieder alle aus. Jetzt müsste ich. Alter, das ist gruselig. Also der ist gruseliger als das ganze Spiel dafür. Bis jetzt. Anziehen kann ich nicht. Bis jetzt, ja. Warte mal, Geist, ich komm gleich wieder erstmal gucken. Jetzt müsste ich eigentlich das Licht anzeigen. Ja, das Licht war ja aber auch vorher an. Ich hab das jetzt gemacht hier. Audio an.
riechende Klamotten. Hatte Mutti rausgelegt, danke dir. I'm starting to get annoyed. Check your living room closely. Your living room ist das Wohnzimmer, ne? Closely. Jetzt kein Stress, muss ich euch sagen. Wir schicken dich ganz schön hin und her, ja. Schon der Herzumfreund des Todes. Wenn so lange nichts passiert und dann kommt so ein Jumpscare, da fickt mich dann nochmal. So, ja, Living Room ist geil. I don't feel like I should watch the TV. Oder? Living Room? The Kitchen ist the Küche Living Room? Also, ich hätte gedacht, es ist das Wohnzimmer, aber. Since when did I ever have an attic? Oh, so gut, komm mal raus. Na raus, ja, komm. Na komm raus, fort. Weg. Manchmal bin ich crazy. Boah, ist ja geil, wir haben einen Dachboden, ey. Das hat er bestimmt selber nicht gewusst, der Troll. Da hat er ja gerade gesagt, seit wann habe ich einen Dachboden? Also, naja, ja. So, schwebende Vater. Soll ich letztes Mal doch nichts gemacht auf dem Ort? Ach nee, okay, das geht dazu, okay. Kann ich es dann auch wieder ausmachen? Ah, okay. Ja. Ja, ist natürlich geil, ne? Wenn du Haus kaufst ohne Dachboden, auf einmal ist er eh noch da. Nicht schlecht, auf jeden Fall. Oh, nächste Tape oder was? Let's see. Naja, Pentagramm-Scheiße. Ja, aber es hat doch gerade ganz große Kotze gleich kommen. Also macht der, ne? Ich mach nichts, Leute. Ich hab denkt, man macht da nichts. Ja, man liest halt auch sofort in einem Buch das Zeug durch, ne? Das ist halt das Normalste von der Welt, geschweige denn, dass man auch jeder Latein kann. Und ja. Dann ist natürlich alles kein Problem. Headbang. Das ist völlig Normalität. Er hätte nicht Kopfkragen riskieren sollen. Ich will ja lieber weg. What the hell was that? Weiß ich doch nicht, was du bist auf deine Drecksbude, Alter. Hättest du mal nicht den scheiß Buch gelesen, Vollpfosten. Scheißlich muss ich doch nicht durch, ey. Das ist doch irgendein Pentagrammmüll, ich sag's doch. Irgendwie Teufelsdreck. Die machen nur Scheiße, die Jungs, ja. Macht man ja alles. Wieder runter, los. Das war eilig. Hätte ich ja. Ja, kommst du nicht raus, der Bude hier. Muss ich doch ja mal dazu sagen, ich würde das Dachgeschoss abtragen. Neues. Definitiv. Nee, ich würde jetzt zu betonieren. Das Ganze mit. Ja. Komplett. Säure füllen. Ah, guck mal, das ist Vorschwimmel. Nö, ja, praktisch. Ja. Nehmen wir den noch. Eine Kamera. Ja, moin. Was eine crazy Kacke hier. Junge, der hat sich da. Oh, ist ja interessant, dass sich da keiner wundert. Ne? Also, du hast eine Wohnung und auf einmal ist ein Vorschul in deiner Wohnung. War da gar nicht diskutiert oder besprochen, warum, weshalb, wieso, bin ich gerade unter Drogen, habe ich zu viel geracht oder habe ich denn zu viel getrunken? Ne, es ist einfach, ich steig halt ein. Das ist halt normal. Macht jeder. Na, ja, so eine schöne Lounge. Wir haben gerade Dachboden gefunden, wo wir nicht wussten, dass es da ist, was schockiert ist, der Vorstuhl jetzt auch nicht mehr wahrscheinlich. Also, ich das weiß nicht. Das ist das Partyhaus. Was ist das? Machen wir das Handy an. Find a flashlight. Ach, Kacke. Ist das jetzt euer Ernst? Aber nicht, ich sehe nichts. Ah, damn it, the path is blocked. I gotta find something to break these. Nee, okay. Mal find a flashlight, ich muss doch jetzt nicht wieder hoch, oder? Ah, hier ist er. Guck mal. Nee, so sah aus. Schatten, ne? Muss ich wieder hoch? Man sieht nicht viel, ne? Und davon wenig. Ach, mein Akku ist leer wahrscheinlich. Aber wie soll ich denn jetzt hier? Hey, aber wie soll ich jetzt den Taschenlampe finden, wenn ich nichts sehe? Damn, it's pitch black here. I can't see shit.
I can't see shit, huh? Ganz laut so. Ja, viel Scheiße, Arbeit. It's so damn dark in here. That's what I'm talking about. Thank God. Jo, was hast du für ein scheiß Haus gekauft? Das ist doch Rotz. Was hast du für ein scheiß Haus? Eine halbe Bunkeranlage hier dran, ey. Weil ich hoffe, man sieht's in der Aufnahme noch ein bisschen. Also ich sehe es eigentlich ganz gut. Is that a dead body? Oh God damn, it's fucking disgusting. Boah, das sieht super gut aus. Da liegt schon eine Weile. Sollte man. Also wenn dann Hungersnot ist, Leute. Ey, also Spieldunkel, leck mir am Arsch, du. Is that a light source? Ach, mal, ja. Oh, Beamer. There's a flashlight right there. I need to take it. Okay. Jetzt haben wir so langsam rangeführt ans Spiel. Guck an, jetzt schon. Got it. So. Use the elevator to escape. Okay. Ich hab doch jetzt eine Flashlight eingesammelt, oder? Hä? Vielleicht ist es die klassische Tastenbelegung mit F oder irgendwie so ein Rotz. Ich hab's gerade alle durchgedrückt. Müsste ja eigentlich auch im Inventory sein. Ja, geil. Vielleicht wollen sie das halt, also, ne? Batterien kriegst du später. Come on! Work! Aha. Ja, Spieler klappt alles. Ey. Was jetzt? Also. Ja. Okay, ist ja schön, aber ich hänge fest. Also. Ich hab Riesenangst. Du was? Das war ein Witz. Nee, ich meine, also was. Also, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. What the hell is this place? Ging das jetzt so lang? Warte mal. War das schon. Die Wegfindung ist schon übel, auf jeden Fall. Was ist damn, it's pitch black here. Was ist das hier? Shit. Kommt eine Bandwort. Okay. Finally, not so damn dark in here. That's what I'm talking about. Was, Leute, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt vor dem Vieh abhauen? Ich denke mal, du darfst nicht raus. Also du bist ja dann unten rausgecroucht und ihm sozusagen in die Arme. Ich bin gar nicht raus, ich hing dort fest. Ich konnte gerade gar nichts machen. Das Vieh kam. Achso, das sah zumindest so aus, als wenn du rausgelaufen bist. Deshalb dachte ich vielleicht. Ich wollte erst raus, dann kommt das Vieh und dann hing er fest. Da dachte ich so, ja. Okay. Ich denke, du wirst ihn vorbeilassen müssen. Also so erschien es zumindest, aber Gottes Willen, ey. Ich bin ja hier auch nur. Come on! Work! Weil ich kann jetzt nicht mal zurück, also ich kann nicht zurück. What the hell is this thing? Ich höre, ich dachte, ich habe lieber da atmen. Tschüssi. Ja, also es ist, ja. Es sieht halt genauso aus wie auf den Thumbnail von dem Spiel auf alle Fälle. I need to find a way out of here, or I'll die! Es ist gut, dass er das weiß. So, wir müssen zum Rick zum Elevator. Ich glaube nicht, dass er einfach ist. Nee, das habe ich nicht gesagt. Oh, ach ja, komm. Take the axe. Defend yourself. Oh Junge, da habe ich jetzt aber so auf die Schnauze. Geht doch so schief, ich weiß es jetzt schon. Naja, du. Ah, die brauchen wir ja. Die brauchen wir ja aber sowieso. Weil er hatte gesagt, dass ein Raum versperrt war. Das haben wir vorher noch nicht gesehen. Oder? Doch, hier geht's rein. Genau, jetzt hast du ja versperrt. Damn it, the path is blocked. I got a bunch of them to break these. Ich hab's doch heute gebreakt. Ja, das ist wahrscheinlich. Wir könnten einfach gehen. Oh, Alter, stahlharter Schrank. Ich glaube einfach alles hier. So frei. Das ist bestimmt eine scheiß Idee. Aber ich kann sagen, ihr erzählt, dass der Elevator jetzt funktioniert. Das glaube ich nicht. Ich probiere es mal. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Nicht alles hier. Ne, habe ich doch gewusst. Es war doch so klar. Ja, Marilyn Monroe. Oder Amy Winehouse. Das ist eher Amy Winehouse. Ich glaube, Marilyn Monroe war die nicht blond. Na, ihr wisst es halt.
Na, da wird nur Warplan tatsächlich auch. So, Objekte, Door Key, also brauchen wir doch mal ein klassisches Rätsel. Find the Keybed Code, okay. What the fuck? What the fuck, was? Ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt so schlimm? Ich habe jetzt nichts Schlimmes gesehen. Ich weiß ja nicht, wie hier aktivieren geht, okay, warte mal. Geht das vielleicht? Nee. Aber hier geht's. Was? Okay. Every goddamn door in this fucking house locked. Fucking house locked. Was soll der scheiß Haus kauft? Das kenne ich mir nicht dafür. Ich hab ne Axt und mach die Bretter. Oh, Mach die mit der Hand weg. Okay. Kostet nicht dein. Ich hab echt ein Kackhaus gekauft, du Scheiß, Leute. Das mach ich. Ist nicht das Schönste. Ich verkauf den Rotz wieder. So, machst du mal sicher? Oder nicht? Okay, da ist schöner Raum. Aha. Da war gerade noch in der Waschmaschine. Da hat gerade noch ein gedreht. Er hat gerade sich noch geduscht. Alter Vater, ey. Mensch, du, er ist halt ganz schön. Also im Keller Bücher aufbewahren ist nicht die beste Idee. Das sag ich so, wie es ist. Nee, ist richtig. Ah, Kissen, Pizza. Also Pizza haben sie auch ein bisschen. Pizzaschachtel. Hat so ein bisschen. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, denen ist da nichts mehr eingefallen. Ja. Okay, also wir sind jetzt hier drin. Ja, geil. Was genau mache ich jetzt hier? Das ist. Haben wir ja irgendwas vielleicht. Vielleicht steht ja irgendwo der Code, den wir brauchen. Da, hä? Ah, ja, okay, hast recht. Oh, sehr gut. 9832. Sehr gut, Flonny, aufgepasst, ja. Oh, shit! Ja, lass du den Scheiß doch mal hier. Scheiß doch auf, du Ficker. Oh, shit! Oh, mein fucking God! Vor allem, wie es dann weitergerannt ist, hast du gesehen? Vor allem, was ich blöd finde, du hast eine Axt. No? Verteidige dich selbst. Okay, konnte ich nicht. Absolut keine Chance. Das zweite, was mich ankotzt, ist, dass da ständig hängen bleibt. Also, du kannst, wenn das Vieh kommt, nicht so machen. Du könntest dann halt mal wegrennen. Ich sag auch nicht, wo war denn jetzt die Tür mit dem Pad? Aber ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ich hätte anders. Ah, okay, ja, okay, das könnte dann das Problem sein, ja. So, warte mal, wo ist dieser Drecksgang wieder? Ich dachte, kein Spiel vor Ort. Oh Gott, ey, es ist echt. Oder ich muss eigentlich hier rechts und dann hier lang. Diese Wegfindung mit dem Gang ist schon übel, erstmal immer. He? Also, das saß mir überhaupt nicht. Das ist echt kacke, ja. Hier ist das Regal. Hier bin ich eigentlich, muss ich hier durch. Ah, ja. Oh, ah, dieses muss auch da kommen. Ach, doch. Das ist, was ich talking about. Thank God. Du Quatsch, sagt du. Ich finde atmosphärisch und optisch finde ich es eigentlich gar nicht schlecht. Da finde ich es sogar relativ gut. Ja, an sich ist es okay, aber ich finde es halt mit diesem. Dieses, ich mag bei solchen Spielen, also wie soll man denn sagen, ich mag bei solchen Spielen immer nicht, wenn du sterben kannst. Na gut, das ist mir jetzt egal, aber ich finde es besser bei Spielen, die einfach so die Effekte haben und die dich schocken und bla bla bla. Aber so diesen Faden hast, den du durchlaufen kannst, weißt du? Ich finde halt, die Effekte funktionieren ja trotzdem. Dieses Sterben ist ja einfach nur die Frustration zu sagen, ich mache 1000-mal den gleichen Weg. Und das ist ja nicht, wo was Spaß macht. Ja, das muss man ja mal ganz ehrlich dann also. Ja, weil man hast da keine Chance zur Speicherung. What the hell is this thing? Nein, das meine ich. Also die Auto-Checkpoints. Was ich nicht mag, ist, wenn du vor so viel schon abhauen musst. Das nervt mich immer. Ich mag ja, ich sag, ne, genau. Ich finde halt, bei mir ist es auch so, dass ich eher sage, ich.
mag halt, also mögen, aber ich finde sowas interessant, sage ich mal, wenn so ein bisschen Story und ein bisschen Rätsel und hin und her, das ist schon ganz cool. Ja. Aber es ist halt einfach, ja, wenn es zu viel, das, also wie das Wegrennen, wie du sie sahst und immer dieses Verstecken und so, da bin ich auch nicht so der Fan davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Theoretisch könnte man ja an den zu. Theoretisch können wir ja an den Touchpad jetzt die 9832 eingeben. Ja. Wir wissen es ja. Ob es geht. Ach du Arschloch. Wir wissen es doch. Ach komm. Nee. Das ist so, oh. Können ja einfach mal in der Nähe, aber das ist. Nee. Das merkt man, wenn man aus dem Gang kommt, muss ich nach rechts. Nach rechts. Ich zugegangen ist, nach rechts. Ja, ja. What the fuck? Da Typ. Ich glaube, da ist viel psychisch am Ende, ja. Mal ja, boah, Sanity-Pillen fressen, Junge. Geh in sein Haus an, da ist jede Hilfe zu spät. Da. Warum der an der Waschmaschine hockt, also ich weiß auch nicht so richtig. Ja, wie sonst machen wir einen Bohrer? Oh, so, hier vorne rechts. Du hast, glaube ich, auf. Nee, ach, du musst 6 zu eingeben. Ach du Scheiße. 9832 war es. Ja, ich muss da. Alter, okay, du musst da auch noch auf Zeitdruck das dann dort eingeben. Ach, boah, das sind immer so Dinger. Wenn du sie finden musst, dann kann es ja wenigstens so sein, dass es dann automatisch geht, wenn du dann dort bist. Ja, das Problem ist halt, dass du manches mit Maus bestätigen kannst, manches mit E. Und da muss ich habe jetzt nicht verstanden, muss ich jetzt E drücken. Ich zappel blöd, dass er mich nicht aufs Display lässt. Okay. Aber ich musste auch relativ reingrätschen, entweder machst du. Also wir können doch gerne einen Versuch machen, aber zeitlich gesehen ist dann nicht mehr viel drin bei mir. Ja, wollen wir noch einen machen oder lassen wir es? Wir können noch einen machen, wenn du möchtest. What the fuck? Is that a dead body? Oh god, damn, it's fucking disgusting! Das ist auch schwer, das Licht zu finden. Hier noch der Tode. Is that a light source? There's a flashlight right there. Es sind wieder viele. Wenn du das mal gemacht hast, dann lässt es halt da. Ja, aber das ist wieder das Ding. Da frage ich mich halt, wie viele Leute stehen dann wirklich da und sagen, boah, das macht mir Spaß. Es macht mir Spaß, eine Sache 1000 Mal zu machen. Ja, ich glaube, das ist so für die Leute wie mich, so Enthusiasten, die einfach sagen, jetzt besser wissen. Aber da hatte ich schon keinen Bock mehr. Also bei mir hätte jetzt das Spiel schon verloren, weil es für mich jetzt schon langweilig wäre. Also rein von dem. War zu zeitig, schnurrt. Okay, ich bin mir doch fast sicher, wenn ich den Code jetzt eingebe, ist der Demo dann auch vorbei. Aber was soll's. Man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, das ist so ein Ding. Ich fand den Anfang sehr gut gemacht, aber jetzt wieder mit diesem Schleichen, mit dem scheiß Vieh, das hat er irgendwie den kompletten Anfang eher runtergezogen als gestärkt. No. Ich finde also, das, was jetzt kam hier, ist okay. Die Axt nehmen, das Vieh kommt, macht die Tür zu, ist okay. Den Code unter Stress eingeben ist relativ normal bei solchen Spielen, sage ich mal. Interessant wäre halt gewesen, deshalb wollte ich es machen. Weil da siehst du dann, wie es weitergeht eigentlich. Was passiert dann? Rennt er dir weiter nachher oder ist das dann quasi, wenn du die Tür durch bist, ein Checkpoint und dann wird er erstmal wieder zurückgesetzt, der Typ? Ja, oder ist der ab dann da? Weil dann fängt es an zu nerven. Es ist kein schlechtes Konzept, das sieht optisch ganz gut aus, atmosphärisch ist gut, der Sprecher könnte ein bisschen mehr Emotionen reinlegen. Jetzt am Ende war es ja gut, aber da am Anfang im Haus war es ein bisschen komisch. Und wieder mal der Klassiker, du verstehst gar nicht so richtig, was eigentlich fuck nochmal los ist. Ja. Was ist eigentlich das Problem, Junge? Er hat sich ein Haus gekauft, weiß nicht, dass er einen Dachboden hat und einen Kellertunnel. Also crazy game, auf jeden Fall. Aber ja, nicht schlecht, Leo, das zieht euch runter und vielleicht schafft ihr es an die Tür rein. Genau, schreibt uns rein, wie ihr es findet, an dem gruseligsten Talk des Jahres. Und vielleicht kann euch ja, aber ehrlich ohne Scheiß, alleine dieses Bild jetzt hier von dem Typen mit dem riesigen Gesicht, ne? Das sieht doch nicht gruselig aus. Ja, hab ich doch gesagt. Ich hab doch gesagt, es ist nicht gruselig. Nee, aber es ist, also das ist ja jetzt nicht, dass du das dieser Endbildschirm, da muss ja ein Entwickler jetzt mal, also ich weiß, ich rede jetzt zu viel eigentlich, aber da muss ja jemand gedacht haben, boah, der Bildschirm, der wirkt schon bedrohlich.
Das sieht eher aus, also sie sieht aus, als hätte er ein Eierkinn. Ja, das Problem ist immer bei solchen Horrorspielen, es gibt halt schon sehr viele. Und es gibt da viele Psycho-Horrorspiele, die mit deinem Verstand spielen, mit Musik, mit Geräuschen. Das macht das Spiel aus, macht es auch sehr gut, wenn man selber spielt. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt in der Aufnahme. Oder Klunker. Auf jeden Fall macht es das sehr gut, aber das Problem ist dann immer, die wollen dann immer übertreiben. Ja, die wollen dann ein Monster kreieren, was halt, was noch krasser ist, noch, was, wo du so, boah, wow, was ist das? So denke ich mir das. Und das ist halt manchmal too much einfach, ne? So kleine Sachen reichen manchmal mehr. Wie zum Beispiel in dem Horrorspiel, ich sag's immer wieder, es war einfach ein geiles Ding, letztes Jahr Halloween Special, zieht's euch rein, letztes Jahr. Also ein Spiel, ist auf dem Thumbnail eine Frau, die so übers Geländer guckt. Und da hast du einfach so diese klassische alte Frau, diesen klassischen Geist, und da reicht, da macht dich fertig. Das reicht. Da brauchst du kein aufgerissenes Gesicht und Gedärme um die Ohren, das ist Müll. Das ist manchmal einfach too much. Das ist einfach too much. Ja. Und hier ist einfach very Eikopf too much. Aber große Lob an dich, lieber Entwickler, oder an euch. Ihr habt es geschafft, dass man aus sich selbst im Spiegel sieht. Das ist schon mal großes Kino. Das können viele ganz nicht. Selten. Das stimmt. Ganz selten. Ja, Leute. Das was soll man sagen? 1000 Spiegel in der Bude, aber sonst sieht man nichts. Ja. Lasst mal Süßigkeiten da, wie sich der Halloween gehört. Ja, könnt ihr auch anhand von PayPal Geld bei uns überweisen und wir würden dann Süßigkeiten kaufen. Die wird man dann auch live verkosten und da eine Aufnahme machen für euch. Könnt auch reinschreiben, was wir davon kaufen sollen, wenn ihr spenden wollt. Ne? Können wir auch mal machen. Leute, ansonsten danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, Daumen, sonst gibt's auch was. Ciao.